Früher haben uns die Lehrer gerne mal die Ohren lang gezogen, damit wir klug und gescheit wären und besser hinhören. Die Buddhas dagegen haben es ihrer Natur nach leichter. Sie hatten schon immer große Ohren. Und durch sie verkörpert ein Buddha Allwissen und Weisheit, Gesundheit und Wohlergehen, Wille und Ausdauer. Ja, generell gelten in der fernöstlichen Kultur große Ohren als Ausdruck von starker Lebenskraft und unendlichem Qi. Der Urkel und Sitz unserer angestammten Lebenskraft und des ererbten Qi sind laut der östlichen Medizin die Nieren. Und wenn wir jetzt die Ohren anschauen, wenn wir die Nieren anschauen, dann fällt doch eine ziemliche Ähnlichkeit auf, oder? Ohren und Nieren haben schon auffällige Gemeinsamkeiten. Die Ohren, so wie sie sich anfühlen, ihre Konsistenz, ihre Größe und Form, repräsentieren in gewisser Weise unser Qi. Die Ohrakupunktur sieht in der Ohrmuschel den gesamten Organismus abgebildet und wählt nach dieser Topografie ihre Punkte aus. Und wenn man sich das dann mal genauer anschaut, wird man doch nachdenklich und fragt sich, ob der Ohrschmuck noch wirklich an der richtigen Stelle sitzt. Und daneben gibt es natürlich allerlei Versuche, die Ohren größer erscheinen zu lassen, als sie wirklich sind. Ist ja ganz legitim. Und schaut mal, die hier haben damit sicher kein Problem. Also nehmt doch auf jeden Fall gelegentlich mal ein Ohr in die Hand, erforscht und ertastet es und staunt, was es über den Menschen aussagen kann. Jedes Ohr ist ganz eigen und vor der digitalen Ära nutzen es die Zöllner beim Grenzübertritt noch als Identifikationsmerkmal und verglichen es zur Sicherheit nochmal mit dem Bild im Reisepass. In einem Stufe 1 Kurs haben wir es uns nicht entgehen lassen, mehrere Ohren mal genauer zu inspizieren und zu ertasten. Sehr interessant. Vielleicht macht es ja auch mal bei anderer Gelegenheit und lasst euch überraschen. Und viel Spaß dabei. Und hier üben wir in unserem Anfängerkurs schon am Nierenmeridian. Schnell ein Überblick, wie der Meridian verläuft. Beginn ist Niere Nummer 1, der Punkt heißt Yusen, spulender Quell, und entspringt in der Tiefe der Fußsohle. Und deshalb sind warme Füße so wichtig, denn sie stärken die Nierenenergie und machen heiße Ohren. Also, von hier sprudelt die Wasserenergie auf der Yin- oder Innenseite nach oben, macht an der Ferse einen kleinen Looping, den haben wir hier nicht dargestellt, geht weiter über den inneren Wadenmuskel und entlang der Innenkante des Oberschenkels. Er geht durch den Beckenboden und die Geschlechtsorgane. Denn nicht zu vergessen, Vitalkraft, Lebenstrieb heißt auch Sexualtrieb und die Fähigkeit zur Fortpflanzung. Und dann geht es weiter auf der Vorderseite nach oben, so wie hier zu sehen. Der Meridian geht am Rande des Brustbeins hoch und endet unter den Schlüsselbeinen. Die Nierenenergie verweist neben dem, was ihr hier seht, im weiteren Sinn auf die Unendlichkeit der Ozeane und der Wasserkreisläufe um uns und in uns. Wir sind ein Tropfen im Ozean, ein Nichts im großen Ganzen, aber eingebettet, aufgehoben, mitgetragen im Fluss des Lebens, in Verbindung mit unseren Ressourcen. Ressource bedeutet wörtlich zurück zur Quelle. Und genau dies ist auch die Bedeutung des Wortes Religio, also Religion, eben Rückverbindung. Und so wird nochmal die spirituelle Dimension des Wassers deutlich. Ursprung und Fluss des Lebens in Verbindung mit der Tiefe unseres Seins. Übrigens, ist euch schon mal aufgefallen, dass die Menge des Wassers auf unserem Planeten ziemlich genau dem Wasseranteil unseres Körpers entspricht? Puh, jetzt sind wir mal ganz schön abgedriftet.
Bitte, wenn euch unsere Videos ansprechen, macht euch für uns bemerkbar, indem ihr uns gleich hier drunter einen Kommentar schreibt, auf ein Like klickt und unseren Kanal abonniert. Danke und dann bis zum nächsten Mal.